mal schauen, ob du überhaupt da was auf dem Bildschirm erkennst und ob ihr mich hören könnt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Ich befinde mich gerade in Tampa, Florida. Ja, in den Vereinigten Staaten der USA, wo soll es auch anders sein? 26 Grad. Wir haben uns hier wieder in den USA zusammengefunden, um die Gebrauchtwagenpreise 2023 zu checken, denn der Dollar ist tiefer als der Euro. Dementsprechend heute auf Schnäppchensuche in Florida. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Nach dem Intro geht's los. Weil du schon immer mit Dreckwasser von der Straße nass gemacht werden, ey. Wir haben hier tatsächlich einen 2017er BMW X7 uns gezogen. Ganz selber kaum fassen. Tatsächlich hatte ich eigentlich einen GLS gemietet, allein wurde es dann BMW, ne? Man mietet sich eine Fahrzeugklasse, in diesem Fall einen 7-Sitzer. Dann bekommt man halt das, was da gerade steht. Wir sind tatsächlich jetzt schon 1000 Kilometer ungefähr mit dem Ding gefahren. Sogar ein bisschen Sound, ne? Wir haben hier in Florida ja ein Hurricane. Gott, was will er denn schon wieder? Tire pressure at your convenience shield. Auf jeden Fall ist gesamt Florida von Hurricanes geprägt. Ist insgesamt schon echt geisteskrank schön. Gestern sind wir durch den Naturpark gefahren, haben erstmal ein Krokodil am Straßenrand gesehen. Digga, was ist hier los? Moin, moin! Digga, lauf nicht dahin, das ist der Alligator. Der ist aber auch lebensmüde, der Film, ne? Wir sind auch Lebensmiete. Das war auf jeden Fall ziemlich geil. Und wir haben Delfine gestern gesehen. Ja, die habe ich aber nicht auf Kamera. Das kann ich nicht erzählen, weil das kann ich nicht einblenden. Ach. Im Ernst, wir haben tatsächlich keine feste Bleibe. Wenn du mal nach hinten filmst, das ist wirklich geisteskrank rot. Da kann man sich richtig schön gemütlich machen. Wie würdest du hier so insgesamt die Fahrzeuge beschreiben, die hier rumfahren? Naja, hier tatsächlich eher weniger deutsche Autos. Sehr viel amerikanische, sehr viele koreanische. So chinesische Autos, die so aussehen wie Bentleys, habe ich auch extrem viel gesehen. Ja, ist schon durchwachsen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die altamerikanischen Fahrzeuge, Mustang, Corvette etc., die sind extrem teuer. Viel teurer als in Deutschland hier in Florida. Schauen wir einfach mal, was es hier lokal gibt. Beim letzten Amerika-Trip ja schon gesagt, so ein F-150 Raptor wäre wirklich einfach geisteskrank. Und da habe ich tatsächlich den Vorgänger gefunden hier, wenn du hier einmal kurz drauf filmen magst. 2010, LED, schwarz abgesetzte Scheinwerfer, ich vermute mal kein Halogen, ein dickes Ford im Kühlergrill, hier Positionsleuchten. Ich weiß nicht, ob der Kühlergrill Aftermarket ist, aber ich finde auf jeden Fall schwarz und chrom geisteskranke Kombi. Von innen grau Stoff, finde ich jetzt nicht so Highlight. Hinten die Rückleuchten, finde ich, sehen für 2010 Ami auch sehr modern aus tatsächlich. Das Ganze zu einem absoluten Kampfpreis von $7.000. $7.000 erscheint mir, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass das der gleiche ist, kostet der 19, der kostet 18. Dem Kollegen jetzt mal geschrieben, also lange bis er nicht geantwortet hat, versuchen wir mal auf dem Ostermontag hier uns einige Car-Dealer in der Umgebung anzugucken. Da sind nämlich tatsächlich dann doch ein paar am Start. Und am allermeisten hoffe ich, dass die guten Herren Bargeld akzeptieren. Denn wenn ich meine Kreditkarte noch ein bisschen länger überziehe, dann lande ich womöglich noch im teuren Dispo-Kredit. 55% der 25- bis 34-Jährigen kaufen sich tatsächlich mehr, als sie eigentlich Geld für haben und landen so in der Schuldenspirale. Ich bin reich! Ich selber bin davon auch nicht ganz befreit, muss ich sagen. Allerdings ist das ein anderes Thema. Falls euch das bereits passiert ist, dass ihr in eurem teuren Dispo-Kredit hängen geblieben seid, dafür kommt Anyfin. Anyfin kann euch nämlich helfen, wenn ihr entweder eure Kreditkarte überzogen habt oder etwas auf Raten gekauft habt, genau diese Raten zu niedrigeren Konditionen abzubezahlen. Zeige ich euch jetzt einmal, wie die App funktioniert. Ihr könnt euch die ganz einfach im App Store runterladen. Wählt euren aktuellen Kreditgeber aus, ladet anschließend eure zu bezahlende Rechnung hoch, gebt noch fixen Rabattcode ein, der ist an dieser Stelle MAX. Mit meinem Code MAX erhaltet ihr 20 Euro Abzug auf eure erste Rate. Anschließend schickt ihr die Anfrage ab und Anyfin wird sich in den nächsten 24 Stunden bei euch melden. Gerne könnt ihr euch auch vorher über Anyfin informieren. Auf Trustpilot zum Beispiel gibt es wirklich sehr viele positive Bewertungen. Dennoch würde ich euch raten, für die Zukunft zu überdenken, ob ihr euch Produkte wirklich leisten könnt oder leisten wollt. Nichtsdestotrotz ist Anyfin wirklich ein gutes Produkt, welches auch keine versteckten Kosten oder Gebühren für euch hat. Wie immer findet ihr alles in der Beschreibung. Vielen Dank an Anyfin für die Zusammenarbeit. Weiter geht's mit dem Video. Mal schauen, ob der gute Schack am Ostermontag Bock hat zu arbeiten.
Sieht so aus. Wir sind jetzt hier auf dem Tampa Hinterhof. Den wollte er mir leider nicht für unter 10.000 freimachen, das Ding. Auch ziemlich geil. Cheap Pickups hat er tatsächlich nur diesen Canyon GMC hier am Start. Den für 5,9. Finde ich eigentlich ganz geil. Aber ist tatsächlich eher wie so ein Caddy oder sowas. Ne? Vorne abgetönte Scheiben. Steht kein Preis dran. Oh. Bisschen Rost am Start, ne? Sehr schwierig aktuell günstige amerikanische Karren hier zu finden. Sehr viel, wie du eben schon gesagt hast, so Ford Fiesta und so ein Kleinkram. Ganz, ganz wenig deutsche Fahrzeuge, eigentlich gar, also nicht nur eigentlich, sondern ich habe bisher kein einziges deutsches Fahrzeug for sale gesehen. Und dann halt so 0815 Ami-Kram, ne? Da ist ein F-150 übrigens hier, ne? Das ist der coole, ab 2014. Oha, der sieht gut aus. So Leute, ich habe keine Ahnung, was das für ein Auto ist. Bin hier bei diesem sehr sympathischen Herrn. Digga, das Ding, 10.000 Euro. Hagen, wie sieht's aus? Soll ich dir den mitbringen? Hat ein V8 drin. Kupplung rutscht ein bisschen, meinte er. Digga, das Leder sieht richtig heftig aus. Die Farbe ist komplett krank. Ist wirklich komplett krank. Er meinte, das Einzige, was er braucht, ist halt Räder, also Reifen und so ein Scheiß. Die sind echt richtig, richtig durch. Aber sonst... Ist das geil oder ist das geil? Oh shit. That's crazy. Pretty cool, right? Yeah. Like when this thing is shined up, it actually looks awesome. Same thing. If you look, it looks black. It's not. It's the same marble stripes. Yeah, that's very special. You haven't seen that ever. I've never seen that, ever. That's crazy. See right here? It's literally right where you put your finger. Yeah. There's rust right there. Yeah. So you gotta be careful. So I redid the valve covers. All the wires are done with Ford Motorcraft wires. All the plugs are Ford Motorcraft plugs. I did the cap and rotor. I did that fuel filter and this fuel filter, and that was it. It's got a Canon air filter in it. Factory Greenwood kit. Actually comes dealer installed. It's real rare. $15,000 is with this finished. Took it as it is. I would do it for $13,500. It was wild. Look, this whole thing is painted. Yeah. This whole thing goes underneath. I've never seen that before. That's crazy. So it runs perfect. 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 I drove this car every day for 2 weeks. The only reason I was actually going to keep this for myself. Ja Leute, $13.500 für dieses abgefuckt geile Ding. Es ist so krank. Er meinte, es fährt komplett. Digga, hätte ich ohne Scheiß, ich hätte so gerne einen Roadtrip damit gemacht. Schreibt es in die Kommentare, wie krank ist das. Aber ich fürchte halt fast, dass man diesen Greenwood-Umbau nicht in Deutschland eingetragen bekommt. Ne? Damit kann man das halt nicht exportieren, aber geisteskrank. Fuck. Scheiße. I'm like, this is a big body. Like, I'm like, this is like a 98 VA? 97. This car, this cars go up in Germany like nothing. It's really? Crazy because they just got the old timer status. Mm-hmm. Oh yeah. And then you got pay 15 less. 15 years, pay less in taxes. Yeah. Hell yeah! And the engines are still maybe like. Maybe that's what this is. Oh, it is. Little... That's why he's got that door. So it does run. It's got a little bit of a misfire. I don't know why. Okay. Like I said, I just got it in, and this is so far back. And but you will rebuild it and then sell it. Mm. Yes, if it doesn't, I'm gonna list it as a project. Yeah. For $1,500, because like I said, I'll make a $500 profit. I'm not afraid to say that because I'm a business. I gotta make something for my time. So $1,500 is what I'll sell for. If I can't get $1,500, $1,500. Alter. Right on.
The water pump is brand new. Oh my God, yeah. And so are the belts. These belts in the water pump. Do you know where this car's come from? So what state? Because of rust and stuff like that? I know nothing. I mean, you'd have to look up the bin, technically. Yeah, exactly. Yeah, like you'd have to re-look up the bin and back check the bin. That's crazy. It's got a brand new water pump. I've seen this guy, I don't even know that was there. Oh, somebody steal it! These cars are sick. Yeah, how's it looking underneath? Any rust or underground damage? Yeah, that's rust. A little bit of rust right there, yeah. Another panel. Yeah, you can see there's a little misfire. I did find that roof right there. Oh yeah. You want to talk about? Yeah. How does this work? Yeah. Okay. So it might be why the radiator. Und wie war's? Weißt du, was er für den S500 haben möchte? Kein Rost. 5,5. 1,5. Oh. Das ist krass. Ja, es sind 1300 Euro. Weißt du, wie man in Deutschland den außer Hand reißen würde? Ich weiß gerade nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist so heftig, das hätte ich nicht gedacht. Weil wir waren durch. Weißt du, so, wir haben die Corvette angeguckt. Mann, BMW, hör doch jetzt auf! Wir haben die Corvette angeguckt, die soll 13.500 Dollar kosten. Das komplette Sondermodell von Factory, also so komplettes. Ja, weil ich nicht angeschnallt bin. 13.500 Dollar. Rostfrei. Komplett. Okay. Da dachte ich schon, okay, das ist krass. Und dann so, haben wir uns gerade verabschiedet und ich noch so, ja, was willst du da für die S-Class? Also, keine Ahnung, Alter, habe ich für den Taui geschossen. Zu haben jetzt, so wie sie da steht, also, I'm a businessman, 1500. Ich komme nicht klar, ich fahre gleich irgendwo gegen. Geil, zuschlagen, gar nicht lang nachdenken, egal was du gesagt hast, los, nimm Ding, nimm mit.